Classics, der Klassiker, also der Kampf um die deutsche Meisterschaft aus diesem Jahr, aus dieser Saison 97, 98, noch einmal Ihnen näher gebracht von Tim Alfeld. Deutscher Meister! Tor! Eine unfassbare Geschichte! Jede Finalserie hat ihre eigenen Geschichten, was ganz Spezielles, etwas, was man nicht vorhersehen kann. 1998 sind die Eisbären im Finale. Für Peter John Lee ist es das erste Jahr als Head Coach. Gegen Lance Nethery und die Adler hatten er und seine Berliner in der regulären Saison nicht ein einziges Mal verloren. Doch das sollte sich bald ändern. Der Mannheimer Chris Felix war der erste Torschütze in Spiel 1. Für Felix war es der einzige Treffer der gesamten Saison. Die Eisbären taten sich zu Hause schwer und schließlich sorgte Dieter Kalt mit seinem Tor für den 0:2 Endstand. Echt auf Kalt und das war's. Und der Meister des vergangenen Jahres war also wieder auf Erfolgskurs. Das zweite Aufeinandertreffen fand im Mannheimer Friedrichspark statt. Die Berliner begannen sich zu wehren, und zwar heftig. Die Schmach aus Spiel 1 steckte ihnen noch in den Köpfen. Und dafür gab es für die Adler ordentlich was auf die Knochen. Zeitweise war im Bärenstrafkäfig mehr los als auf der Spielerbank. Und Mannheim spielte abgezockt wie ein Champion. Philippe Bosson mit dem zwischenzeitlichen 3:1. Der Franzose traf insgesamt 5-mal in dieser Serie. Der Anschlusstreffer durch Thomas Schögrin weckte noch kurz Hoffnungen, aber letztlich reichte es für die Adler zu einem 4:2 Heimerfolg. Es fehlte also noch ein Sieg zur Titelverteidigung. Spiel 2 zeigte, dass es in den Playoffs zur Sache geht. 111 Strafminuten waren der Beweis. Zurück in Berlin. Wenn sportlich nicht läuft, hilft der Aberglaube. Die Eisbären wieder in den roten Trikots der regulären Saison. Darin fühlten sie sich unverwundbar. Herr Kim, kein Abseits, Endo der Kim. Und das 1:0 für die Eisbären nach gerade einmal 78 Sekunden. Zum ersten Mal hatten sie die Nase vorn. Nach dem 3:1 musste Mike Rosati vom Eis und es kam Klaus Merck. Den mochten sie hier gar nicht. Merck wechselte erst in die Playoffs von den Berlin Capitals nach Mannheim. Es dauerte genau 60 Sekunden und Merck bekam die Höchststrafe. Mario Cittaroni mit dem 4:1. Dieses Spiel sollte noch ein ganz besonderes werden in der Geschichte der DEL. Die Eisbären verspielten die Führung. 5:1, 6:4 und 7:5 lagen sie vorn. Und dann das 7:7. Eine Minute vor dem Ende dann doch noch das erlösende 8:7 durch Michael Wahlberg. 15 Tore in einem Spiel gab es nie zuvor und niemals wieder danach in einer Finalserie. Die Eisbären waren noch lange nicht geschlagen. Jetzt lastete der Druck auf Mannheim. Sollten sie ihr Heimspiel verlieren, würde es eng werden. Und nach 2 Minuten der Schock, Tor für Berlin. Auf der Tribüne ließen die Fans den Bären tanzen. Doch es reichte nicht. Das Solo des Tages durch Mike Pellegrims besiegelte das Schicksal der Berliner Eisbären in dieser Serie. Pellegrims Tor! 4:1 gewinnt Mannheim Spiel 4 und 8.300 feiern die erfolgreiche Titelverteidigung. Das Finale 1998 war eines mit vielen Höhepunkten. Jedes Spiel war was Besonderes. Die Adler Mannheim sollten ihren Titel in der nächsten Saison verteidigen. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.